Servus, heute geht es um das 4000-Watt-Bike, um den Umbau dazu und um die Funktion. Und momentan bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich ein Video drüber machen kann, weil jetzt das Bike eigentlich voll funktioniert und ich mit der Funktion hellauf zufrieden bin. Hat nur noch ein Handicap, ein kleines, das stört aber nicht direkt beim Fahren. Ist mehr so ein Sicherheitsding. Ich fange jetzt erst einmal an mit den ganzen Problemen, die ich hatte bei dem Umbau. Und die waren leider zahlreich, weil ich habe ursprünglich damit gerechnet, dass der Umbau ähnlich vonstatten geht wie der beim 1500 Watt Bike und wollte auch ähnlich das Video aufbauen. Ist leider aber jetzt anders gekommen. Und zwar gab es tierische Probleme. Es war ganz was anderes wie Plug and Play. Man musste sich hier mit Problemen auseinandersetzen, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Und das erste Problem ist gleich ganz am Anfang entstanden. Und zwar, als ich versucht habe, den Motor einzubauen, beziehungsweise die Hinterradfelge einzubauen, habe ich noch ein paar Mal probieren gemerkt, dass das hin und vorne nicht passen kann. Und dann habe ich mir das mal genau angeguckt. Und dann habe ich festgestellt, dass ihr habt ja eine durchgehende Welle, die praktisch vom Rahmen gekontert wird. Das ist auch der Konter vom Motor. Das heißt, die Hinterachse sozusagen ist rund und an bestimmter Stelle oder außerhalb von der Hinterachse flacht die ab, damit ihr es auch in der Rahmen einsetzen könnt und das durch den Vierkant sozusagen ein Konter für den Motor entsteht. Und der Vierkant hat bei mir ungefähr 2 cm zu spät angefangen. Also ich musste genauer gesagt 18 mm den Vierkant noch innen verlängern. Sprich, die Achse war zu breit für mein ganzes Fahrrad. Was eine blöde Geschichte war, weil um das runter zu fräsen, wir haben das mit der Drehbank gemacht, musste ich den ganzen Motor auseinandernehmen. Das habe ich auch nicht gefilmt, weil zu dem Zeitpunkt, oder ich sage jetzt mal, wie ich gemerkt habe, da ist der Motor nicht neu kriege. Und warum, habe ich erstmal die Lust auf den Umbau verloren und hat sich auch gar nichts da gemacht. Und habe mich mehr um andere Videos gekümmert, das war ja schon letztes Jahr im Herbst. Egal, auf jeden Fall habe ich es dann doch machen lassen. Der Motor hat dann gepasst, soweit. Das nächste Problem war, ich habe keine 10er Kassette drauf gekriegt, keine 10er Schraubkassette. Und auch das Schaltwerk, das XT-Schaltwerk, das ursprünglich an dem Fahrrad drauf war, das hat nicht mehr gepasst, weil das Schaltwerk halt am Motor angestoßen ist. Ich blende das jetzt ein, dann sehen wir das. Also habe ich mir irgendein günstiges Schaltwerk geholt, wo ich da drauf bauen kann und habe eine 7er Kassette, das war das absolute Maximum, wo man da drauf gekriegt hat, habe ich drauf gebaut und halt dementsprechend auch vorne den Trigger. Ich habe da erstmal billiges Zeug genommen, weil ich nicht genau gewusst habe, was passt. Weil hätte ich mal genauer vorher mal ein anderes Fahrrad angeguckt, da ist ein Schramm X0 drauf. Da hätte ich dann gesehen, dass es mit Schramm ohne Probleme funktioniert hätte. Aber egal, also ihr wisst zumindest mal, dass es mit manchen Shimano-Schaltwerken hinten einfach nicht passt. Weil halt der Arm an Motor ansteht. Okay, das war das zweite. Also das erste war ja schon ziemlich umfangreich, den Motor darauf anzupassen. Ich habe es halt gemacht, weil ich unbedingt das Ding halt zum Laufen kriegen wollte. Das zweite war halt das mit dem Schaltwerk, was ja nur im Endeffekt nur eine Kleinigkeit ist. Damit habe ich eigentlich gedacht, ich hätte die ganzen Probleme gelöst. Jetzt ist das System von 72 bis 96 Volt ausgelegt. Jetzt, wenn ihr euch mal den Markt anguckt, dann seht ihr, dass ihr nicht so einfach an einen 96 Volt Akku rankommt. Ne, wenn ihr nicht so riesige Akkupakete verbauen wollt. Aber ich habe mir dann einen relativ günstigen Akku in China bestellt. Den habe ich auch hier. Wenn ihr jetzt genau euch den Akku anguckt, dann seht ihr, dass der eigentlich ziemlich baugleich ist mit dem, wo ich dran habe, außer dass der ein klein wenig kürzer ist. Das ist ein 48 Volt Akku gewesen, weil ich habe den geöffnet und ein Bekannter von mir hat mir dementsprechend die Zelle innen drin umgelötet, dass er kein 48 Volt hat, sondern 96. Das geht. Das ist genauso wie eine Autobatterie, wenn ihr jetzt 224 Volt Batterie habt und schaltet die in Reihe,
Dann haben wir 48 Volt mit der Gesamtkapazität von einer Batterie. Wenn er jetzt aber die parallel schaltet, dann habt ihr halt, ich sag jetzt mal, ihr habt irgendwas mit 36 Ah-Stunden. Dann habt ihr halt immer noch, wenn ihr sie parallel schaltet, 24 Volt. Aber ihr habt keine 36 Ah-Stunden mehr, sondern 270 Ah-Stunden. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann dementsprechend umgelötet. Was ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht bedacht habe, der hat jetzt Kapazität von 20 Ah-Stunden, der Akku. Und dadurch, dass wir die Zelle umgelötet haben, ist der von der Kapazität natürlich auf 10 Ah-Stunden runtergefallen. Also die Kapazität haben wir halbiert. Was ist jetzt passiert? Wenn man so einen großen Verbraucher drauf hat wie 4000 Watt, bei Abnahmen von 1000 Watt oder 1500 Watt hat es mit dem Akku super funktioniert. Bin ich mit der Abnahme höher gegangen, dass ich mir voll Stoff gegeben habe mit dem Ding, dann ist der Akku von der Spannung her so schnell runtergefallen, dass das ganze System sich abgeschaltet hat. Alle. Da man das System aber frei programmieren kann, da gibt es wunderbare PDF-Anleitungen im Internet, sogar auf Deutsch, wo das erklärt ist, habe ich es umprogrammiert, dass es den Spannungsabfall einfach auf den Spannungsabfall scheißt und dass es trotzdem funktioniert. Was war das Zweite, was passiert ist? Mir ist der Akku durchgebrannt. Also der hat es unauseinandergetrickt. Mittlerweile habe ich schon wieder repariert, weil ich schon eine Vorstellung habe. Also ich selbst habe nicht repariert. Das habe ich jemand machen lassen, der halt auch das Schweißgerät hat für die Blätscher umzulöten, die werden ja so angepunktet. Das hat halt so nicht funktioniert, also habe ich direkt Kontakt mit China aufgenommen, blauäugig wie ich bin, und habe gedacht, vielleicht bringt es was, vielleicht bringt es auch nichts, und habe die gefragt, ob sie mir einen 96 Volt Akku bauen, der Hersteller. Da muss man jetzt auch wieder was über China wissen, und zwar in China ist es so, dass das Gehäuse ist so Standardgehäuse. Das heißt, dasselbe Gehäuse gibt es von verschiedenen Herstellern. Das sind nicht verschiedene Händler, es sind tatsächlich verschiedene Hersteller. Also das Gehäuse wird immer nur von einem Hersteller gebaut und da gibt es an verschiedene Hersteller, wo die Innereihe das mit Innereihe füllt, weiter. Also der Akku und der Akku haben zwei komplett unterschiedliche Hersteller. Und die haben wir tatsächlich in der Größe gleich einen 96 Volt Akku gebaut, was ich Steuer 8 gemacht habe. Allerdings ist der ein kleines Stückchen größer wie der und der hat jetzt dann nicht mehr die 10 Ah-Stunde, sondern der hat 20 Ah-Stunde. Was dann wieder bedeutet, er fällt nicht von der Spannung runter, funktioniert alles und er brennt nicht innen drin durch, wenn er 4000 Watt drauf gebolzt kriegt. Beziehungsweise, das hat er bis jetzt nicht gemacht. Okay, dann war ich soweit für eine Probefahrt, die mir ein bisschen anspruchsvoller ist. Und zwar hat es mich da auf die Kalmit getrieben. Das ist die höchste Erhöhung im Pfälzerwald, glaube ich zumindest mal. Und das ist eine sehr steile Straße und dementsprechend habe ich gedacht, das ist der optimale Belastungstest für das ganze System. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Das Ding ist gut vorwärts gegangen und zwischendrin hatte ich einen kompletten Systemausfall. Da sehen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt davon. Servus. Servus. Komm, das packe ich. Oh, Alter. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist bloß ein richtig brutalstens bergauf. An zwei Rennradfahrern vorbei und an einem Mountainbike-Fahrer. Vorneweg dreimal so schnell wie die. Ne? Hab's nicht übertrieben, aber dreimal so schnell war ich locker. Und dann, so wie ich die so 200-300 Meter von der Abstandkarte habe, fällt das komplette System aus.
14% steigen mit so einem schweren Rad. Und ich alles andere als fit. Und natürlich will man sich das nicht geben und will dann aufgeben und will sich dann von denen wieder überholen lassen. Also ich in den Weg geschritten und voll neu gedreht, bis der nächste Waldweg gekommen ist. Dummerweise ist der nächste Waldweg aber erst 100 Höhenmeter später gekommen. 100 Höhenmeter, ne? Nicht Strecke, das waren so 1,5 Kilometer, wo ich dann noch fahren gemisst habe. Ey, ich bin so fertig, ne? Das glaubt kein Mensch. Jetzt muss ich erst mal gucken, warum ich einen Systemausfall gehabt habe. Also das Ding ist komplett ohne Strom. Bei dem Systemausfall hat sich herausgestellt, dass mir eine Phase vom Motor durchgebrannt ist. Ich habe schon am Anfang gedacht, die Kabel kommen ziemlich dünn vor, wo in dem Motor laufen, aber ich wollte sie halt nicht umlöten, weil das eine Mods-Aktion war, schon allein die Kabel durch die Welle zu friemeln, als ich dann die Welle ja abdrehen gelassen habe. Und ja, haben wir die einfach gespart, das hätte ich gescheiter gemacht, weil scheinbar sind die Originalkabel halt nicht auf die Belastung ausgelegt, dass sie jetzt 4000 Watt, ich sag jetzt mal 20, 30 Minuten am Stück bringen. Das war dann halt nicht so. Also habe ich die Kabel, das war 2,5 Quadrat, habe ich dann geändert auf, was habe ich jetzt drin, 4 oder 5 Quadrat. Dafür musste ich natürlich wieder das Loch von der Welle aufbohren und alles, um die Kabel durchzukriegen. Und seitdem funktioniert es jetzt einwandfrei. Also seitdem kann ich nichts sagen. Das nächste Problem beim Umbau war natürlich wie immer, tun die ja Bauten so, Bremshebel neu mit Abschaltung drin. Das finde ich auch sehr schade und ich habe jetzt die konventionelle Bremsanlage drin, was heißt konventionell? Ich habe eine sehr gute Bremsanlage drin sogar, was da eine 4-Kolbe-Bremsanlage ist, also die ist schon der richtigste Hammer und für die Leistung trotzdem unterdimensioniert. Aber die Abschaltung fehlt halt noch. Warum? Weil es da halt nichts Gescheites gibt auf dem Zubehörmarkt. Ich habe mir da zwar jetzt selbst was gebastelt, allerdings ist es noch nicht so weit, dass man es fester einbauen kann. Und zwar ist es nichts Besonderes. Ich habe mir so einen Bremslichtschalter mal angeguckt, wo über den Bremsdruck funktioniert von einem Auto. Und der ist ja aber halt für Bremsleitungen ausgelegt. Und das Ding habe ich so weit umgefriemelt, dass es mir eigentlich über den Bremsdruck, was die Hebelscher jetzt da bringen, dann das System ausschalten müsste. Davon brauche ich 2. Normalerweise ein Prototyp habe ich jetzt schon fertig. Ich will mal ausprobieren und dann muss man mal gucken, ob man ob das Großserie technisch gemacht werden kann, weil dann hätte nämlich dann wäre das mit dem Nachrüsten alles überhaupt kein Problem mehr. Man macht einfach den Bremsdruckschalter halt in die Bremsleitung neu und es funktioniert, egal was für Bremssystem der hast, hauptsache es ist halt hydraulisch. Ja, das ist jetzt die nächste Idee, wie ich das letzte Problem hier jetzt löse, weil mir gefällt das auch nicht. Natürlich in dem Moment, wo du bremst, trittst du nicht oder gibst du kein Gas, weil hier habe ich schon auch Handgas drin. Ja, das war das Problem, wo noch nicht gelöst ist. Dann hatte ich noch ein weiteres, kleineres Problem, und zwar der Trittsensor. Als ich die erste paar Probefahrten gemacht habe, schon noch mit dem Akku, war das halt der Fall, dass man ziemlich schnell, ziemlich auf den Sack gegangen ist, dass ich nur mit Handgas fahren konnte. Ich wollte es so wie beim 1500 Watt Bike haben, dass ich halt auch neu drehen kann. Und das finde ich jetzt auch das Optimum, weil ich habe meistens das in der Leitunterstützungsstufe, wo er trotzdem 250 Watt bringt, beim Pedalieren. Und das Handgas ist halt so eingestellt, dass es voll Stoff gibt. Also ich kann ganz normal pedalieren, habe Unterstützung von 250 Watt. Der Vorteil ist halt dabei, wenn er jetzt die Vollunterstützung, die 4000 Watt über die Pedale macht, dann fliegt er ziemlich schnell auf die Fresse. Ich weiß es, ist mir passiert. Also als erstes Mal kann man sich abschminken, so schwungvoll aufs Rad zu steigen. Man sollte immer statisch aufs Rad steigen. Das war original der erste Sturz, den ich ihn mache. Der zweite Sturz ist gekommen, als ich an einer Vorfahrt 8,5 gestanden habe. Da war dann eine Lücke zwischen den Autos, wo da halt vorbeigefahren sind und ich wollte durchfahren. Dreht einmal in die Pedale und das Rad haut mir unterm Arsch weg.
Also das war das Wetter, wo ich gedacht habe, das ist nicht so gut. Also die Kombination bei so einer hohen Leistung zwischen Handgas und Pedaliere auf der schwächsten Stufe und das Handgas voll Stoff ist eigentlich das Beste. Da gibt es zwar auch ein kleines Handicap, wo ich sage, jetzt, das ist nicht so ganz gut, weil im Handgas ist so eine Art Leistungsrampe drin. Das heißt, in dem Moment, wo ihr Vollgas gibt, geht der Motor nicht voll ab mit dem vollen Drehmoment, sondern der braucht, ich sage jetzt mal, der hat so eine Leistungsrampe drin, die so 1-2 Sekunden braucht, bis er dann wirklich Vollgas gibt. Das nervt. Also ich schätze lieber mit Vollstoff. Klar, es schützt ein bisschen das Material, aber wer weiß, ob es die Speiche oder der Reifen mitmachen würden, wenn das halt anders geschaltet wäre. Aber es ist trotzdem was, wo man sich denkt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Wheelie versuchen wollt und gebt da Gas, dann das funktioniert halt nicht. Ihr müsst den Wheelie halt ganz normal einleiten, so wie ihr dann halt könnt und müsst dann halt so mit eurem Gas damit, ich habe es bis jetzt noch nicht hingebracht. Das waren jetzt viele, viele negative Sachen. Darum gehe ich auch gar nicht so auf den Umbau selbst drauf ein, weil alles, was eigentlich genau dasselbe ist, wie beim 1500 Watt Bike, da verlinke ich euch lieber unten in die Videobeschreibung den Link vom 1500 Watt Bike, zieht euch das neu, dann wisst ihr genau, wie es aufgebaut ist. Und ich habe euch jetzt nur die Probleme genannt. Ein weiteres, kleineres Problem war halt, da war jetzt für den Controller, der sitzt hier drin, war jetzt halt nur so Softback dabei. Und wie kriege ich das alles adäquat an der Rahmen fest? Da sind zwar hinten so zwei Klettverschlüsse, aber die Halterung ist dann einfach nur lächerlich. Ne? Weil die fällt in die erste Kurve. Wenn das Ding mal ein bisschen anfängt zu schwingen, fällt das Ganze ab. Also habe ich den Controller fest verschraubt mit dem Rahmen. Das war so eine Entscheidung, die hat mir wirklich weh getan, weil das ist es. Eigentlich ein Special Ice Demo 7, also es war, wie es rausgekommen ist, nicht ein ganz billiges Bike. Es ist auch noch, ich sag jetzt mal, das letzte Demo vom Special Ice, wo richtig, richtig stabil ist, dass so ein Fetti wie ich auch bedenkenlos mitfahren kann, weil die anderen, die sind dann schon wieder zu viel auf Leichtgewicht ausgelegt. Und das hat halt noch richtig geile Verstrebungen. Und ist auch von der Materialdicke. Das ist ein halt echt starkes Material im Verhältnis zum modernen Fahrradraum. Wann sind die Dinger rausgekommen? 2007, 2008, sowas in der Drehung. Ich habe das alles fest verschraubt, auch den Akku, also den hier hatte ich ursprünglich fest, mit so, dass ich da halt Klebeband drumherum gemacht habe und habe so richtig starke Schlauchschelle drumherum gemacht. Das hat trotzdem nicht funktioniert, das hat sich immer wieder gelöst. Und darum bin ich gegangen und habe den Rahmen neu gebohrt und habe dort Niethülse gesetzt oder Gewindehülse gesetzt. Das war halt so eine Überwindungssache, weil ich habe gewusst, in dem Moment, wo ich da jetzt reinbohre und Gewindehülse setze, ist das als normales Fahrrad halt, ja gut, man hat halt dort die Gewindehülse dann sitzen, wenn man es wieder zurückrüsten wollte. Was ich ja aber nicht will. Und jetzt kommen wir mal zum Positiven. Das Ding macht einen Höllenspaß. Die Schaltung hinten ist total für den Arsch, weil die benutzen ja eh nie höchstens. Also ich habe es jetzt einmal benutzt, wie mir das System ausgefallen ist, weil man Ader oder Phase oder wie man es auch immer nennen will vom Motor, weil man die durchgebrannt ist. Aber 4000 Watt ist schon eine Leistung, die beim E-Bike richtig, richtig Spaß macht. Wobei es meiner Ansicht nach nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun hat. Also Fahrradfahren ist was anderes. Ihr fahrt das Ding auch bergab anders, weil ihr viel, viel höheres Gewicht habt. Ah genau, ich wollte es noch wiegen, da komme ich noch dazu. Oh, ich will es gar nicht sagen, her. 33,1 Kilo hat das Fahrrad jetzt.
Jetzt muss ich noch rausgoogeln, was der Demo Original hat, weil der Demo Original ist auch nicht ganz gleich dabei. Und dann kann man mal vergleichen mit den E-Bikes, die gerade angeboten werden, ob die viel weniger wiegen. Aber 33,1 Kilo, oh, das ist schwer. Es ist wirklich auch so, dass man dort mit mehreren Treppenstufen einfach hochfahren kann. Man kann statt Downhill kann man Uphill fahren. Also ich bin die Kalmit das erste Mal auf der Straße hochgefahren und das zweite Mal bin ich durch den Wald hochgefahren. Ich bin mit dem Mountainbike noch nie durch den Wald hochgefahren. Schande über mich, aber das ist halt einfach, da ist es nicht 40 oder 60% Steigung, da geht es gleich richtig an die Sache und da explodieren wir innerhalb von 10 Minuten die Beine. 10 Minuten lang, da gar nicht. Also wesentlich weniger als 10 Minuten die Beine. Und mit dem Ding macht es richtig, richtig Gaudi. Und weil ihr müsst euch entscheiden dann zwischen, entweder geht's Vorderrad hoch oder das Hinterrad dreht durch. Das ist immer so Spielerei, aber es macht wirklich Spaß. Ihr könnt da hoch driften durch den Wald. Also das ist schon mal Gaudi. Die Spitzengeschwindigkeit, das System hier, das elektrische System, setzt aus bei 72,6 km/h. So ist das da drin festgelegt und da kann man auch nicht drauf rütteln, das kann man nicht umprogrammieren. Was man aber umprogrammieren kann, ist, was für Impulse der Geschwindigkeitssensor im Hinterradmotor gibt. Und habe mir dann das Handy ans Fahrrad gebastelt und habe per GPS gemessen, was es jetzt wirklich an Spitze läuft. Und die Spitze auf einer geraden Strecke, also nicht bergab oder bergauf, auf einer absolut geraden Strecke, also gefühlt absolut gerade, ich habe es nicht nachgemessen, ist 104 km/h. Und das macht schon keinen Spaß mehr auf dem Fahrrad. Also das ist, weil das Fahrrad vom Fahrwerk her, das schaukelt sich auf. Ich wollte es halt einfach nur wissen. Und ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt 3-4 Minuten länger gefahren wäre, ob es dann auf 106 und so, das 104, das hat mir schon gelangt. Hey, ich bin Motorradfahrer, ich bin auch schon mit dem Moped fast 300 gefahren, aber das Fahrwerk ist nicht dafür ideal, die Reifen sind nicht ideal, die Bremsen sind nicht ideal, dafür ist das ganze Ding nicht gebaut. Dann kommen wir zur Frage, die mir bestimmt auch in den Kommentaren gestellt wird, wie sieht es aus mit der Reichweite? Und zwar, wenn ihr euch jetzt so ein E-Bike anguckt im Laden oder so, dann steht da irgendwie Reichweite bis zu 100 Kilometer. Ja, was ist denn dort damit gemeint? Die meinen, wenn du in der geringsten Unterstützungsstufe mit viel Rückenwind bergab fährst, dann schaffst du die 100 Kilometer, ne? So ungefähr. Also im Endeffekt, wenn ihr mit dem die volle 4000 Watt abnimmt, das kann man sich gar nicht sogar ausrechnen, mit dem Akku, 4000 Watt mit einem 96 Volt Motor, mit einem 96 Volt Akku, der 20 Ah-Stunden hat, der Akku hebt nicht lang. Also 10 Kilometer, der die Sache voll Stoff und dann ist der Akku leer. Nee, ich glaube, er packt schon ein bisschen mehr wie 10 Kilometer. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich bin mal von mir noch bei Dürkheim gefahren und wieder zurück. Ich denke, das sind gute 30 Kilometer einfach, also so 60 Kilometer. Das war allerdings in der zweiten oder dritten Unterstützungsstufe und da war der Akku hinten dran immer noch viertels voll. Ne? Also es funktioniert. Die Reichweite spielt jetzt auch bei dem nicht so eine Rolle mit dem 1500 Watt Bike. Ist meine Frau jetzt schon 70 Kilometer gefahren, mein als neuer der Akku geladen. Allerdings fährt die halt auch in einer unterste Unterstützungsstufe, was bei dem 1500 Watt Bike glaube ich 130 Watt sind oder so irgendwas. Weil 130 Watt oder 250 Watt sind schon an sich für jemand, der noch kein E-Bike gefahren ist, ein Haufen Zeug. Als Unterstützer, wohlgemerkt. Also die Reichweite ist so ein Ding, je nachdem, was man da, wenn man da volle Bulle die Leistung abnimmt, dann hält der Akku halt nicht lang, aber man hat innerhalb von kürzester Zeit richtig viel Spaß. Was eine richtig gute Sache ist, wo ich erst bei der letzten Fahrt, das war schon keine Probefahrt mehr, es war reine Spaßfahrt, gemerkt habe, ist, was das Teil hat und was der Controller auch kann, ist Energierückgewinnung.
Sprich, wenn er irgendwo den Buckel runterfährt, dann läuft er das System an. Und das lädt, dann funktioniert der Motor als wie Lichtmaschine oder Dynamo und lädt, lädt das ganze Zeug wieder zurück. Ne? Das hat mich dann so gefuchst, dass ich das unbedingt testen wollte, wie da prozentual das Verhältnis ist. Und ich kann es sogar jetzt festmachen, das sind knapp 130%. Ne? Was ich schon damit meine ist, wenn ich jetzt irgendeine Strecke fahre, ich sage jetzt berghoch, die mir der Dreiviertel zur Akku leer zieht, also dass drei Viertel davon fehlen und ich fahre den Berg wieder runter, dann habe ich wieder ein Viertel Akku drauf. Ne? Sprich, wenn der Akku unten ganz voll ist, drei Viertel hoch, ein Viertel wieder runter, dann habe ich immer noch einen halbvollen Akku. Finde ich eine geile Sache. Habe ich auch nicht gewusst, dass das E-Bikes überhaupt können. War für mich ganz neu. Das war nur, wo ich mich noch einmal mit der Einstellung da befasst habe, weil ich unbedingt die Leistungsrampe hier im Gasgriff, wo ich vorhin angesprochen habe, rausprogrammieren wollte. Der Trittsensor, der original dabei ist bei dem Kit, ist natürlich auch lächerlich, weil der für den Vierkant ist. Ich habe mir dann beim Zubehör auch in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie die hießen, ich habe es einfach in Google Shopping eingegeben, habe ich mir dann einen Trittsensor bestellt, der halt für Holotech eigentlich ausgelegt ist. Dann kann man gerade von hinten auf die Kurbelgarnitur schrauben. Vorausgesetzt, man hat für das glänzende Ketteblatt die Verschraubung in der Kurbel drin, was hier nicht der Fall war. Ich habe mir das von hinten ein bisschen angeboten, habe da ein Sackloch neu gemacht und habe da Gewinde neu geschnitten und habe sie von hinten verschraubt. Und der Sensor an sich, also die Magnetscheibe, war dadurch dann halt fest. Und der Sensor an sich habe ich halt an der Ketteführung befestigt. Das ging auch relativ gut. Das Aluminium lässt sich gut abbauen, lässt sich gut bohren, alles. Habe es reingesetzt und gleich auf Anhieb funktioniert. Natürlich sind die Magnetanzahl auf der Scheibe, sind glaube ich 12 Magnete drauf. Ursprünglich war das System für 5 Magnete ausgelegt. Aber dadurch, dass man das Ding wirklich richtig gut frei programmieren kann, bis auf die Maximalgeschwindigkeit, kann man das da wunderbar einstellen und dann funktioniert alles. Also da kann ich echt nichts Böses drüber verlieren. Ich denke mal, soweit habe ich alles zusammengefasst. Fazit für mich persönlich bei der Sache ist, ich bin es gewohnt, Sachen zusammenzubauen, die normalerweise nicht zusammenpassen. Beispiel in irgendein Auto, ein markenfremder Motor oder markenfremde Hinterachse neu zu bauen. Sowas macht mir auch Spaß. Problem lösen, das ist eigentlich das, was beim Schrauber am meisten Spaß macht, wenn du am Schluss was Funktionierendes, dauerhaft Funktionierendes baust, das irgendwie verbessert das Getriebe, ein stärkerer Motor, größere Bremse, wo total markenfremd sind und am Schluss funktioniert das alles. Und der TÜV gibt sogar sein Segen drauf, da freue ich mich drüber. Bei den Motorrädern genauso. Bei den Motorrädern, wenn ich am Schluss ein Moped gebaut habe, das genauso zuverlässig und gut funktioniert wie ein Serienmotorrad und sich genauso gut fahren lässt und dabei noch genauso aussieht, wie ich das haben wollte, das sind die Dinger, die mir Spaß machen. Das Ding da hinten, ne, ist für mich normal so ein smarte Lückenfüller. Ne. Das heißt, ich schraube da 2-3 Stunden dran. Und das hat zu funktionieren danach. Das war hier nicht der Fall. Also hier waren sehr viele Sachen, Probleme, die ich dann auch gelöst habe, aber wo ich dann auch befriedigt war, dass ich sie gelöst habe und wie es halt bei den Autos auch ist, in dem Moment, wo das Teil fährt ohne Probleme, ist alles vergeben und vergessen und man freut sich einfach nur darauf, was man gebaut hat. Das Ding ist nach meinem Gefühl her, hat es nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun. Ich würde es jetzt eher als ultra leicht Cross, Elektro-Cross-Fahrzeug oder so irgendwas bezeichnen. Weil ich fahre wirklich gern Fahrrad. Ich wohne direkt am Pfälzerwald. So fahrt so gut wie jeder gern Fahrrad, jeder gern Mountainbike, weil wir halt die örtlichen Gegebenheiten dafür schon haben und weil das halt einfach super ist zu fahren. Ich fahre aber leider viel zu selten Fahrrad.
Und das befriedigende Gefühl, das man hat, weil man jetzt irgendwo eine Tour gefahren ist oder so und so viele Kilometer oder so und so viele Höhenmeter in sich gelegt und hat man wirklich was sportlich gemacht und hat dann als Belohnung noch die Abfahrt bekommen oder war auf irgendeiner Hütte geguckt und hat da mal ordentlich was gegessen und getrunken und dann ist man halb voll gesoffen die Abfahrt runtergefahren und hat unten irgendwo hingekotzt. Das befriedigende Gefühl, das stellt sich da nicht ein. Das Ding macht einen Hölle Spaß. Es hat aber bei mir vom Feeling her ein Großmotorrad, nenne ich es jetzt mal, mit dem ich noch im Pfälzerwald fahren kann, ohne gleich Strophe auf die Nase gedrückt zu kriegen. Da mir schon wieder eine neue perverse Idee durch den Kopf geht, wird es wohl irgendwann in einer Spendeaktion zum Opfer fallen, aber erstmal mache ich das fertig, was noch läuft, und dann werden wir mal sehen, was mit dem Ding da passiert. Ne? Ja, und jetzt bin ich soweit durch mit allem und wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss. Hoppla. Oh, oh, oh. Das ist keine gute Idee. Also mit Motor drauf fahren ist keine so, war gerade nicht so meine beste Idee. Das ist wirklich weh. Das ist eher so Sicherheitsfeature. Sicherheitsfeature. Ja.